Quicktime. Die Rush-Hour-Sendung bei Radio Today. Nino Kohlmann, Sportredaktion. Verkehr. Und hier ist nicht Kohlmann, sondern Kollmann mit dem Verkehr. 17:17. Servus, liebe Autofahrer. Ein Servus auf die Straßen. Folgende Verkehrsstörungen werden uns derzeit vom ADAC gemeldet. Nämlich in Garching bei München. Der Park-and-Ride-Parkplatz Garching-Hochbrück ist belegt. Die Kraftfahrer werden gebeten, auf dem Parkplatz der TU München in Garching auszuweichen. Dann München im Bereich Langwieder See und des Lustsees sind alle Parkplätze besetzt. Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird über den Badebus empfohlen. Und München im Kreuzungsbereich Wasserburger Landstraße, Schwabelhofstraße ist ein Unfall passiert, hier derzeit stockender Verkehr. Und das soll es gewesen sein. Weiterhin eine gute und sichere Fahrt durch diesen Feiertag. Radio Today Blitzdienst. Geblitzt wird auch heute, nämlich derzeit in Haidhausen in der Orleanstraße auswärts, dann auf der A99 in Richtung Salzburg, kurz vor dem Allacher Tunnel. In Straßlach wird geblitzt, Richtung Grünwald mit Sofortkasse. Auswärts der Winterichring und auswärts ebenso am Hart die Ingolstädter Straße. Und aktuell vom Robert gemeldet, vielen Dank, die B13 auswärts kurz vor der Autobahnauffahrt. Weitere Blitzer gesichtet, in oder um München, dann kostenlos hier bei uns anrufen, auch weiterhin unter 0800-1000-TODAY 0800-23-29 Münchens heißeste Blitzer-Hotline. Das Wetter auf Radio Today. Sonnenschein pur und sommerlich warme Temperaturen am heutigen Feiertag. So haben wir es uns verdient. Doch auch morgen schaut es schon wieder etwas schlechter aus. Einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Dabei steigen die Temperaturen auf schwülwarme 26 bis 32 Grad. Das sind die Temperaturen von heute. Morgen sieht es nämlich gar nicht mehr so gut aus. Denn morgen entstehen im Laufe des Tages teils kräftige Schauer und Gewitter. Ab Freitag setzt sich dann auch weiterhin kühleres und wechselhafteres Wetter durch. Bei kühleren Temperaturen, also genießen wir diesen warmen Tag noch einmal bei 26 Grad derzeit hier in München-Thalkirchen um 17 Uhr und gleich 19 Minuten einen schönen Spätnachmittag hier bei uns auf Radio Today in der Feiertagsausgabe der Quick Times. Bringt euch morgens um die Arbeit und jetzt auch wieder nach Hause. Today 89,0. Die Quick Times. Die besten Classics aller Zeiten hier bei uns auf Radio Today und das singt man auch gerne einmal mit im Auto, in der Badewanne, unter der Dusche oder während dem Kochen. Radio Today 89.0, wir sind halt eben überall mit dabei. 17 Uhr und 54 Minuten und weil wir gerade beim Singen sind, in Finnland haben Hobbysänger einen neuen Rekord im Karaoke-Dauersingen aufgestellt. Die im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete bisherige Bestmarke von 145 Stunden, aufgestellt von Chinesen, wurden nach Angaben der Organisatoren gestern Abend um 22.15 Uhr gebrochen. Denn der Rekordversuch in der finnischen Stadt Kouvola im Süden des Landes dauerte bis heute aber noch an. Die Sänger, die aus dem ganzen Land in die 30.000 Einwohnerstadt gekommen waren, wollten insgesamt 240 Stunden nonstop trällern. Ja, und demnach müssten sie noch bis Sonntag weiter singen.